heute erfahrt ihr, warum ein Italiener oder Italienerin kann sterben. Numero uno, meine Damen und Herren, Nutella. Wir lieben alle Nutella, super lecker, aber bitte nicht mit Butter. Nein, nein, kein Butter, sonst wirklich eine Italiener oder Italienerin kann sterben. Numero due, la pasta. La pasta che adoro, adoro la pasta. Es gibt viele, viele Möglichkeiten. Also mit Pesto, mit Bolognese, mit Arrabbiata, l'arrabbiata. Aber bitte, mit Ketchup, mit was? Mit Ketchup? Ketchup? Und dann, oh ja, nimmst du ein Messer und alles und schneiden die Spaghetti zum Beispiel. Das... Wir bestellen zum Beispiel eine Pizza, ja, una diavola, una quattro stagioni, normale Pizza. Nein, es gibt auch Pizza Hawaii. Pizza Hawaii, meine Damen und Herren. Hawaii. No! Auch dieses Grund ist unglaublich. Jemand sagt Espresso. Und das ist Espresso. Oder Gnocchi. Gnocchi, weißt du, Gnocchi, das ist auch ein wenig schwierig für uns. Numero 5. Espresso, normalerweise trinken wir Espresso an der Bar, aber wenn jemand nimmt ein Espresso und sitzt, und unterstützt bitte Italiener und Italienerin und stopp, hör auf mit diesen Sachen da. Das kann wirklich gefährlich sein für uns. Merci, ciao ragazzi.